Genesung kann ich auch holen. Hol ich mir auch so 1K. Ich habe so viel Munition, so schnell wird das nicht aufgehen. Ich hole mir einmal in der Woche neue Munition, weil die fast leer ist. Ich brauche dafür knapp 60.000 bis 100, 150.000 Sandy. Okay, Das ist schon eine so. stolze Menge. Und jetzt erst einmal hallo und herzlich willkommen zu Monster Hunter World. So, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzte Folge gar nicht mehr so im Blick. Das liegt daran, dass die letzte Aufnahmesession ein bisschen her ist. Aber das macht nichts. Ich habe wieder kooperativ an meiner Seite den Shepi. Und Hallo. ja, etwas, was ja eigentlich schon fast zum Kanal gehört, wie ich selbst oder mein Bein oder mein Mikro, der Kipo. Der war gerade, glaube ich, Moin, im. Freunde. Achso, er ist ja wieder da. Stimmt ja. Und damit sage ich erstmal Moin, Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Livestream auf meinem Channel mit Monster Underworld. Ich würde mal sagen, dann fangen wir auch mal direkt an. Es wird wahrscheinlich darum jetzt handeln, dass wir Akif ein bisschen helfen und dass er da so gesehen ein Genau. bisschen jetzt sich auch so auf Level Jagdrang 16 gibt. Genau. Ah, das kann ja lustig werden. Außerdem wurden Poké So. in der Wildturmödnis gesichtet. Das ist nicht ihr Ja. natürlicher Lebensraum. Was hältst du Hey, davon? Partner. Jo. Hey Partner, vielleicht sollten wir aus dem Halbruhestand zurückkehren und auf eine Expedition gehen. Wir müssen in Form bleiben. Die Spuren Moin, waren Jonathan Deeds und in herzlich willkommen auf meinem Channel. Wie geht's dir so? Wie geht's dir? Was meinst du? Wollen wir uns das mal ansehen? Ja, also, Ja. ja, das sehen wir uns natürlich an. Dann zeig Hey, mal dein Partner. Büchlein her. Hey Partner, schauen wir uns doch mal die. Ja. So. Ich Ja, schaue dann jetzt gucke ich nochmal mal nach direkt Waffen rein, und kann aber Rüstung. nicht. Glaube, da kam eine Szene. Ja, wir werden jetzt erstmal. War mein Plan jetzt, wissen wir, ob ihr das gut findet. Ich finde jetzt, wir sollten erstmal Kiefer ziehen. Wenn er Legi ganz fertig hat, werde ich euch beiden mal so auf eure Waffen Entschuldigung, spezialisiert so ein Rüstungsset fertig machen. Und dann könnte man gucken, dass man das so langsam peu à peu erfahren. Ich habe doch schon gute Ideen, dafür müssen wir nur Arena machen. Und das wird dann Das besser, wenn freut man das mich immer auf. einzeln macht, da wir das Das. immer nur Zweierquests sind. Ja, also Arena finde ich Das gut. freut mich auf jeden Fall, dass es dir gut geht. Das freut mich zu hören. Und bist du auch so Monster Hunter Sucht? Also zockt das auch oder ist das so nicht eher dein Spiel? Wie er versucht, die gesagt hätte. Ja, mein Gott, kann doch mal passieren. Er Hast meint du das schon die natürlich nicht Quest böse. durchgegeben? Ich lege meine Hände ins Feuer, solange man nicht ein Anjanat ist oder ein Drachenältester, hat man vor Kipo keine Angst zu haben. Mein armer Controller, der ist immer noch kaputt, das kann ich nicht ändern, Mann. Wenn du Interesse hast, wir haben eine Community-Jagdgruppe. Wenn du da Interesse hast, kannst du selbstverständlich beitreten, also nur wenn du willst. Also wir zocken über PS4, dass du da schon mal Bescheid weißt. Wenn du willst, kannst du gerne die Jagdgruppe beitreten und dann mit uns farmen gehen, Monster killen und so weiter und so fort. Wenn du es halt dementsprechend möchtest, kann ich dir halt anbieten. Genau. Akif, kannst du schon Natürlich. bekannt geben? Ich bin im Ich Ladebildschirm. glaube, er muss erstmal das Also. Filmchen machen. Ja, genau. Ich glaube, ich muss die Sequenz wieder machen, weil ich hatte jetzt auch nicht die Option, irgendwie das auf mehrere zu Was habe ich denn jetzt stellen. gemacht? Oh, Ja, toll. dann wird das gleich passen. Oh, keine Schlitzbänder mehr. Das könnte Ja, eine also, elende soweit Runde ich ein werden. Leuchtfeuer abfeuern kann, werde ich natürlich das auch tun. Das geht jetzt darum, den Puke Puke Plus zu zerjagen, ne? Sag mal, Kipo, ich hab schon fast Genau. ge. Ich wollte nämlich gerade fragen, komme ich jetzt auf die Plustiere? Und dann, als ob der Kipo meine Gedanken gerade gelesen hätte, kommt er mir mit Poké Tja, und weißt du, was nach Puke Puke Plus kommt? Plus. Nein. Der Nein. Nanja Plus. Meine Hier Damen kommt und der Nanja Herren, Plus. dieses Let's Play wird dann gerade unterbrochen. Die weiteren Spielsequenzen sind dann in den Livestreams von Kipo und Shepi zu verfolgen. Ich werde dann kapitulieren und werde, keine Ahnung, werde mich einbuddeln. Eins muss ich Dann zugeben, bei buddel dem du dich auf jeden Anjanat. Fall mal ein, auf jeden Fall ja. Kommt Der er nach Nanja Plus? Anjanat, der erste war der schlimmste, weil er stark war wegen der Rüstung. Aber jetzt hast du ja Rüstkugeln und alles mit der Zeit erfahren, wenn du die Beutezüge gemacht hast.
und hast eigentlich auch höhere Chancen, dass du mehr Abwehr hast. Und das ist eigentlich nicht so. Naja, Chancen, wenn aus seinen Schwanz so Stacheln rauskommen und die erwischen dich, ist das ein bisschen kacke. Ja, das ist doof gelaufen. Ja, das ist dezent doof gelaufen, dieser scheiß Anania Plus, ey. Der, ja, und vor allem, wenn er ausrastet, ey, was er da für einen Feuerstrahl macht. Alter! Ja, das hat er gemacht wie der erste. Plus, der ist nee, halt der Feuerstrahl ist viel stärker, der ist viel breiter. Der geht mehr in die Breite, dieser Feuerstrahl. So, dann gucken wir jetzt nochmal. Keine Ahnung, wenn der schreit, springe ich immer weg. Jetzt war ich noch bin auf, ja so oder so in die Luft. Deswegen. Oh, hochwertiger Monsterknochen. Schade, dass man den Gala-Anzug nicht mehr machen kann. Der wäre jetzt, glaube ich, ja, gut gewesen. Kann man den noch machen. Echt jetzt? Ja, ja, wenn du die Sachen hast, kannst du den immer noch machen. Du kannst die Tickets bloß nicht mehr erfahren. Ach so. Weil, ich glaube, du brauchst dafür diese hochwertigen Monsterknochen, ne? Ja. Ja, na, da hatte ich jetzt nämlich gerade ein paar von gesammelt. Rein zufällig. Okay. Finsternistuch, lol. Wiederbelebung, kritischer Blick brauche ich nicht. Kräftigen. So, Körper. Hier habe ich wieder das Lager, okay. Da okay. Angriff Fokus. Akif ist einmal im Kreis gelaufen. Handwerk. Aha. So, was bietet die mir denn? Gegengiftkraut, genau. Das hat der Schäfer mir ja schon ganz zu Anfang dieses Let's Play-Projektes gesagt. Immer schön Kräuter sammeln. Genau. Am besten für Kräutermedizin. Geht ein bisschen schneller und heilt Gift auch vollkommen. Ja, wenn die hier wachsen, dann nehme ich gerne das mit, was ich mitnehmen kann. Ich finde dieses Kaiserzelt sieht so mega geil aus, finde ich, ne? Auf jeden Fall, Gianni Dietz, danke, danke, das freut mich zu hören, das freut mich wirklich zu hören. Ich hoffe... Ja, meine Rüstung ohne Deko sieht Panne aus. Lassen wir es mal dabei. Der Helm ist ja scheiße, aber der ist mega. Ja, das Kaiserset sieht gut aus, aber leider Gottes ist Aussehen hier der letzte Punkt, den du brauchst. Nee, ich bin bei Kushala gerade. Unverwundbarkeit 2. Das klingt ja sehr spannend. Nein, das ist nur beim Ausweichen, dass du länger unverwundbar bist beim Ausweichen. Ja, nur das könnte ich gebrauchen, da ich sehr viel ausweichen muss. Oh. Du bist immer noch in Sektenebene, ne? Ja. Ja, dir könnte man ein Ausweichbild machen. Mit ein bisschen Schaden. Dann bräuchtest du nur die richtigen Juwelen. Okay, lol. Sieht auch geil aus. Spezialmunitionsboost. Das wäre was für dich. Hab ich schon. Kritischer Boost. Kritischer Boost ist eher so weniger meins. Ich mag kritischer Blick, Schwächevorteil und ja, die beiden Reichenkönig. Ah. Wieder hochwertiger Knochen. Mensch, ey, das ist ja, ich hätte ihm vielleicht mal eher farmen sollen. Nein, für den Glanzanzug brauchst du Drachenältesten Knochen. Die findest du eigentlich immer irgendwo. So sind seltene Knochen. Aber der Glanzälteste? Der Glanzanzug, ich habe vom Gala-Anzug geredet hier. Den ja, du. Der Gala-Anzug, da brauchst du Drachenältesten Knochen, Dankbarkeitsticket. Oh nein. Und große Belobigung. Barot, lass es große mal. Große Belobigung kriegt man mehr als genug von Drachenältesten. Ja, auf jeden Fall. Das Kommissionsticket, das Forschungskommissionsticket kann ich jetzt auch endlich farmen. Das heißt, wenn ihr da was braucht, könnt ihr so mal gucken, an welchen Negerrang das ist. Optional war das, glaube ich. Nee, den Barot würde ich nicht. Ich würde den Puke. Für das Forschungskommissionsticket, die Mission ist ein Negerrang 15, das wäre nicht schlecht. Das könnte ein Poké Plus sein. Was bist du denn für ein Tier? Ja, die kenne ich, warum? Ach, du bist ein Dingens. Diablo. Diablo und ein Puke zu verwechseln. Brauchst du eine Brille? Das war von weit weg, ja? Also die zu verwechseln, das ist schon echt hart. Allein die Farbe ist ganz anders. Oh Mann. Aber hier lief gerade auch was lang. Ich hab's geacht wieder mal rot. Ja, die Emily kenne ich. Warum fragst du, wenn ich fragen darf? Ich will doch kein Barot. Eine Barot mit Rot. Du bist ihre Cousine. Ach so.
ist das? Aha. Sehr interessant, sehr interessant. Nein, dann grüß mal die Emily von mir, wenn du die triffst oder wenn du mit ihr schreibst. Ja, jetzt warten wir noch, dass er den dämlichen Pucki-Pucki findet und wir vorankommen. Ja, ich suche ja schon fleißig. Aber ich finde alle möglichen Tiere. Vom Barot bis Diablo. Links aber im Wald musst du am besten gucken. Da findest du die meisten Spuren. Da fühlt er sich wohl, wenn er mal da ist. Im Wald? Gibt es hier in der Wildturmödnis überhaupt ein... Links, ganz links auf der Map müsste es sein, wenn ich nicht falsch liege. Okay, dann guck ich mal, ob ich das irgendwie markieren kann. Links auf der Map. Ja, Da schwingt eigentlich auch der Rathian rum. Ah, da hätte ich... Scheiße, da hätte ich vielleicht Lager 1 nehmen... Hey! Was soll das denn hier? Ja, den Toni kann ich auch. Mit dem hab ich gestern sogar noch Fortnite gezockt. Mit dem Toni. Den kenne ich auch. Gehen wir mal in den Wald und gucken mal, was da so los ist. Hey, das ist eine Rathian-Fährte. Eine Rathian-Fährte? Aber ich such doch den Pucki-Pucki. Irgendwas stimmt. Der Schlawiner taucht irgendwo rum. Huch, sieh dir mal diese Fährte an. Oh, Pucki Pucki! Ist ein Pucki Pucki. Aber er verhält sich merkwürdig. Was ist hier los? Ja, wahrscheinlich, weil das ein Plus ist. Können wir auch mal gerne zusammen spielen, halt, wenn du möchtest. Da können auch Emily und Toni auch gerne mit dabei sein. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Ich kann auch kein Leuchtzeichen abfeuern. Kein Problem. Können wir gerne mal machen. Ja, hast du schon die Sequenz gesehen? Ich weiß nicht, ob es hier eine Sequenz gibt. Ich habe den Poké Poké, aber ich habe hier keine Sequenz. Dann greif den mal an. Ich greif den an. Ja, dann gucke ich jetzt mal, ob ich dir so beitreten kann. Was steht denn oben rechts? Erjage einen Poké Poké. Ja, das muss er dann alleine machen. Wahrscheinlich. Jo. Ja, dann würde ich dir selbst Spaß bei Akif. Beim Handelsschwein, aber... Aber das ist gar nicht so schwer, der Pucke. Okay. Das ist echt nicht schwer. Ja. Der war noch nie schwer. Alter, hör auf mich zu vergiften! Oh. Das Problem also. Wenn du willst, können wir erst gerne mal alle zusammen zocken. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Müssen wir halt nur Zeit finden, dann können wir das gerne mal machen. Das ist überhaupt kein Problem. Halt, wenn du es möchtest. Viel zäher als normal. So, stimmt. Ja, das liegt vielleicht daran, dass der ein Plus ist. Der Pucki Pucki ist viel zähmer als sonst. Nein. Doch. Verarsch mich nicht. Ich mach mal eine Quest-Taschnippi für uns. So, ich geh zur Schmiede und dann kann ich das dann annehmen. Fuck, jetzt bin ich wieder vergiftet. Oder auch eher versammelt. Was musst du denn fangen? Ah, oh, was ist das denn hier? Ich nehme gerade irgendeine Quest an, die ich noch nicht erledigt habe. Optionale. Dann kannst du unten anfangen, dann mal wissen, was ein bisschen zu tun. Tschu. Wie gesagt, können wir gerne machen. Ich kann dann ja mal selbst wenn ich Emily und Toni auffragen, können wir da ein paar Missionen machen. Kein Problem. Können wir gerne machen. Was sind das hier? Ach Scheiße, ey. Was hast du denn für einen Schwanz, ey? Oh, ich glaube, den muss ich wieder abschlagen. Was? Ja, ich sag mal nichts mehr dazu, Leute. Ja, ich. Ich sag mal Schwanz abschlagen und dann lutschen, ja. Na, ja, Kief. Was? Nein, ich lutsch doch nicht. Ich loote. Ich hab doch gesagt, ich loote. Sagt er jetzt. Ja, sagt er jetzt. Na komm. Müssen wir Horne teuer jagen. Dann nehme ich eine Schrotmunition, der ist mir zu teuer. Wo ist der Pucki? Okay, Johnny Dietz, dann
Jo, schreibe ich den auf jeden Fall mal, dass wir das dann mal so ein bisschen planen können. Und moin Ameise und Andreas, wie geht's euch zwei? So, wie geht's euch? Ei, die beiden sind auch wieder da. Schöne Sache. Komm schon. Ich weiß noch nicht mal, was das für ein Monster ist. Das sind so kleine fliegende Nerven. Fleiche zeigen. Keine Ahnung, ich weiß hier links. Ich werde einfach mal einen Explosionskäfer reinschicken, wie immer, und gut ist. Warte, ich muss eben die Munition nachladen. Ja, die kleinen Viecher musst du killen. Okay. Ja gut, das hat erst aber funktioniert. Okay. Nee, das waren Ekelgeier. Ah, ja. Yeah. Jetzt wird's erst recht klar, wie hätte ich denn den Diablos mit dem Puke Puke verwechseln können? Auch wenn beide einen dicken Schwanz haben, aber... Ach, Mann. Ja, mir geht's eigentlich recht gut. Wie geht's dir denn so, Kief? Ja, nimm die mit. Es gibt sogar eine Waffe von denen. Ah. Echt? Ich glaube, Rüstungsteile und für manche Waffen brauchst du das. Ich glaube sogar für den Käfer, den du hast, ich weiß gar nicht mehr genau. Mit ihm. Da laufen wir hier lang. Flieg doch nicht weg, du scheiß Mistding. Nein, das war danke, danke, Geier. Das freut mich auf jeden Fall, dass du mich cool findest. Das freut mich zu hören. Nein! Oh Mann! Ich hoffe, der Karnevalsumzug hat dir dann sehr viel Spaß gemacht mit deiner Frau und deinen Kindern. Ja, dabei war's. Ich hoffe, die hatten da auch sehr viel Spaß damit dabei. So, verreck. Stirb. Er muss einen weiter. Oh schön, dann kann ich direkt Streunisse abholen gleich. Alter! Hör auf, den mal zu verziehen, wenn ich meine Attacken machen will. Ach Mann! Kumpel, jetzt komm wieder her. Also, komm ran auf den Meter. Los. Käfer. Nein, ich will den Puke verfolgen, nicht den Diabolos. So. Dann war's. Auch wenn er sich immer zum Diabolos verzieht, aber. Das freut mich, Andreas. Das freut mich, wenn das euch so viel Spaß gemacht hat. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und ja, ich hoffe, ihr, deine Kinder und du, ihr habt dann auch sehr viele Süßigkeiten eingesammelt für die. Flugdrachenlederhaut. So, 55er Crit. Und jetzt muss man probieren. 55 Affi, 100% Affinität. Schön. Eieiei. Ei, ei. Hey, Poké, Poké. Oh, die Begeisterung bei Poké. Oh, scheiße, der kann von hinten. Scheiße, der kann von hinten ja auch. Oh. Ah ja. So ungefähr nicht anders. Dich haben. Hm. Alter. Hey. Einfach Munition verschwinden. Na toll. Jetzt kann ich mich hier noch nicht mal mehr looten. Super. Klasse. Solange du keinen anderen Sorgen hast, du echt. Gebrochenes Teil, aber ich, der Schwanz ist nicht ab. Das ist natürlich. Das muss nicht immer so sein, Akif. Das ist halt. Ja, aber ich habe die perfekte Waffe für Schwanz abschneiden, weißt du? Das ist. Nein, du hast einfach nur Abtrennvorteile, Abtrennboost. Während bei Hammer Zertrümmerungsboost ist. Das ist einfach nur Abtrennen. Ach, fuck, ey. Ich brauch Gegengift. Nein! Dort. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Andreas. Das ist wirklich sehr wichtig, dass es den Kindern aufgefällt. Und ja, wenn die jetzt sehr viele Süßigkeiten haben, ich glaube, dann freuen die sich nochmal mehrer. Bauchschmerzen vorprogrammiert?
so an sich eigentlich nie, muss ich nehmen. Dann hattest du Vorteile. Also egal so. Wie viele Süßigkeiten ich rausgefressen habe, ich hab nie was mit dem Kopf. Hast du echt Glück. Ja, Schwanz ab! Geil, das höre ich immer wieder gern. Ja, ich glaube nur die Monster hören das nicht so gerne. Alter, und schon wieder vergiftet! Moin, Moin, wie geht's dir? Wie steht's? Vielleicht hast du es ja nicht gemerkt, Akif, aber das ist ein Vergiftungsmonster. Ja, ich hab's auch schon gemerkt, aber jetzt kommt der Barot, vielleicht sorgt er ja für Ablenkung, während ich ein bisschen beim Schwanz looten kann. Das hört sich an, ne? Ey, Wahnsinn. Ja, ich weiß langsam, was du meinst. Brauchst du noch gar nicht. Okay, Revierkampf Poké Poké Plus gegen Barot. Endet in der Mitte gleich. Ja, aber also sagt er schon die ganze Zeit, sagt er da schon. Der ist ja kein anderer Hobby. Der ist Wahnsinn. Der ist gerade so schwanzfixiert, das ist Wahnsinn. Ja, Kipo, mach mal eine andere Mission mit einem größeren Vieh. Ja, ich bin ja dabei. Das war doch actionreif, hallo? So kleine Dinger, hallo, mega Action. Schrot. Super Action. Einmal Schrotmunition und weg waren sie. Ja, schöne Action. Die sind nicht mal eine Gefahr für irgendwie. Schau mal her. Da machen wir es halt jetzt so. Dann machen wir es erstmal ein Gruß hier krass. Der Barot. Warum bist du nur so bedroht? Ja, das muss ich ja alles abschließen. Ich meine, ich kann es auch alleine machen. Ist mir nur scheißegal. Nö, du bist ja auch am Stream. Wo ist der Mistkerl jetzt eigentlich hin? Dass ich da die Rüstung habe. Glaube ich dir auf jeden Fall, Ameise. Glaube ich dir auf jeden Fall, dass ich dich da tot lasse. Glaube ich dir. Also die Rüstungsteile lohnt sich nicht. Aber die Mission lohnt sich, weil du von den Sachen kriegst, wenn du später alles hast. Siemka! Oh, bei ihm. Hör auf! Was soll das jetzt? Leg dich schlafen, du warst so friedlich gerade. Behalt das doch bitte für den Rest des Tages bei. Tja, du nimmst aber auf und wir sind live. Da muss man halt dann einfach seine Stimme auf YouTube erheben. Krass, es geht ab auf Akifs Kanal. Ja, bei mir ist die einzig wahre Action hier. Aber nur zu Hause die Katze. Da ist der Poké Poké Plus. Drachenader-Kristall. Ladebildschirm. Was wackelst du denn da? Weil ich bin noch nicht mal am Ziel angekommen, du Blödmann. Warum startest du wieder woanders? Keine Ahnung, ich bin nicht am Ziel angekommen, der hat so gewackelt und boom, hat er mich abgesetzt. Ich hab wohl zu viel gefressen für den. Könnte sein. Oder mehr trainieren. Mitnehmen. Einfach Kräuter überall sammeln, haben wir in der Zeit. Ja klar, aber ja plus. Du kannst gleich gehen, tschüss. Ernsthaft? Was? Ja, egal. Ich hab ihn verfehlt, leider mit meiner fünften Munition. Egal. Oh, wie schade. Oh. Alter, jetzt geht er hier ab hier. CMK ist jetzt gut. Maus, komm. Wieder ein gebrochenes Teil. So, Großjagd Plus. Wo bist du denn jetzt genau? CMK, was soll der Mist jetzt? Komm. Ach, das ist hier.
Zeit für ein kleines Nickkätzchen. Nein! Es wird jetzt nicht geschlafen. Okay, oh, sie haben... Pucke, plus. Alter! Ja klar, jetzt wird er ohnmächtig wegen dem Scheißgift, ey. Oh. Hey, Partner. Das ist ja falsch in der Falle. Was ist los? Süß, wenn du das Mikrofon weiter wegschiebst, okay, dann... Okay, hau ab, verpiss dich. Geh zu Archiv, der will deinen Schwanz, nicht ich. Ich hab den doch schon. Scheiß Pucki Pucki. Ich hätte meinen Schuss setzen können. So. Ich glaube, ich bin ein bisschen angegriffen. Also, auch mein Artemis-Maus ist vergiftet. Scheiß Mistvieh. Oh Mann. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, wenn es dir besser geht, wenn du mir oder Archiv zuschaust. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, Ameise. Ja, Julian, dann ist auch die Freude ganz unsererseits. Musstest du jetzt meinen Sprengling da aktivieren? Ich wollte es gerade machen. Oh, das kratzt so. So, stirb doch, danke. Hochwertiger. CMK. Wolltest du nicht irgendwie gerade verrecken gehen? Zufälligerweise. Was ist denn? Was? Ach Mann. Du willst mich wirklich auffressen, du Penner, jetzt. Vorsicht. So. Dann, ach, Maus, hey. Diablos wird den Ort bald verlassen. Ach du Scheiße, ich bin auf einer Expedition. Fuck. Oh, das ist Mist. Scheiße. Muss es jetzt abhauen. Mann, komm wieder her. Komm ran auf den Meter, komm. Wir wollen spielen. Hey, hör auf. Wäre nicht komisch. Ah, komm schon. Lass den mal schlafen. So, Poké. Fuck. Jetzt komm schon. Du wolltest doch gerade sterben gehen, oder nicht, Kumpel? Jetzt nehm dein Schicksal doch ganz einfach an. Dankeschön. Game over. Ich habe die Insektenklave Knochen, aber halt als Blitz.
Und die, ja, habe ich in den letzten Tagen sehr gut verbessert. Also ich finde das Insektenklappe und mein Insekt ist Explosion. Weil man kann ja Insekt zum Beispiel mit Pollen Heilung nehmen oder Pollen Blitz, Pollen Feuer und ich habe halt mich für Explosion entschieden. Na, du willst auch noch sterben, finde ich schön. So, zweimal hintereinander die Superattacke. Der ist schon stark am Humpeln. Uah. Ja, jetzt liegt er, komm. Nein, Akif ist nicht live, der macht das als Let's Play-Projekt. Genau, ich brauche wieder Folgen. Der macht als Let's Play-Projekt, deswegen ich und Schäfi sind live und bei Akif sieht man das dann irgendwann mal auf seinem Channel als Let's Play. Also nächste Woche. Also was heißt nächste, aber innerhalb dieser Woche werden wir es dann, sehen. Donnerstag. Ist die Folge für Donnerstag. Also Donnerstag werdet ihr diesen Kampf sehen. Ach so. Nehmen wir mal das Drachenerz mit. Wir nehmen aber mal mit, was wir mitnehmen können. Immer. Immer. Jedes Mal. So nicht anders. Ach, Mann, ach da. Freunde. Was denn? Oh, wo sind die Gegner mit herausgezogen? Boah, will der mich rollen? Aber ging die mit? Nicht wegrennen! Ich streichel dich, komm. Ach, im Wald? Her. Alles klar. Und jetzt finde ich bestimmt gleich den Rat hier. So cool, du bist fertig, wo bist du? Ich hätte ihn nicht wie ein Behemoth aussehen lassen sollen. Du bist ja schwarz. Hey! Oh, Ratja, natürlich so. Muss ich seine Spuren jetzt auch noch finden. Natürlich. Hey, nicht schlafen! Puke, wer hat hier was von Schlafen gesagt? Naja, wenn du jetzt ein paar Fettes kannst, dann da jetzt nochmal richtig schön Damage rein. Yep. Ich finde das würde ich rein. Schau im Spiegel. Na! Da ist es. Oh, ich nenne es erstmal Kipo. Trotzdem macht er mit seinem Schwanz noch Schaden. Das ist, ja, ich möchte es Kipo 09. Kauf dir ein Dildo, ey. Wirklich, ey. Sag die Lotten. Jedes zweite Wort von dir ist falsch. Wann? Was? Wow. Ich möchte vergiftet werden. Möchtest du nicht? Nein. Heute nicht. Diablos hat den Ort verlassen. Das interessiert mich einen Feuchten, mein Lieber. Also liebe Spiel. Okay. Lol. Bist du okay? Wir sollten zurückgehen und Puke getötet. Ja. Schauen wir mal. Ja, moin. Seltenes Poké-Poké-Material durch die Bereicherung erhalten, stabil für die Herstellung von Ausrüstung. Ich habe eine Quest für uns gemacht. Der Barot hat den Orden verlassen, ja. Der Barot hat den Orden verlassen. Den Orden des Archivs. Es ist eine Arena-Quest. Ja, Arenenkämpfe sind aber geil. Da kannst du mit dem Drachenspeer arbeiten. Nein, so nicht. Jetzt kann ich beitreten. Ja, weil ich jetzt den Dingens ja im Poké. Gehen. Weil ich jetzt den Poké getötet so habe. Oh ja, das ist sogar noch besser. So. Da kriegen wir dann die Münzen. Ja, wir brauchen mal bestimmte für das Rüstungsset. Ja, ach, die kriegen wir schon zusammen.
Kein Stress. Nein, mit dem Radian lege ich mich nicht an. Aber Leute, ich denke mal, folgentechnisch habe ich hier sowieso ein bisschen überzogen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge und gucken mal, wie wir dann hier weiter Moin, verkehren werden. Park. Wie geht's dir? Und ich weiß nicht, warum Akif die ganze Zeit Schwanz sagt. Das kann ich dir nicht sagen. Kipo, was für Gegner sind das in Arena Quest? Weil nur zwei Gegner geben die Teile, die wir brauchen. Ja, wir kehren dann nach Astera zurück und dann sehen wir mal. Ich glaube, der Kipo meint ja, das nächste Monster wird der Anjana Plus sein. Wir werden das in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Antenne, und ciao. Mit auch.